Hilft Beten bei Schimmelbefall? Ist eine meiner Lieblingsfragen. Denn in der Bibel, 3. Buch Mose, Kapitel 14, steht schon drin, wer schwarzen, fressenden Ansatz hat, der möge bitte. Und dann kommt in der Bibel eine Schimmelpilzsanierung, die bis heute eigentlich noch ihre Gültigkeit hat. Es wird ausgeräumt, es wird alles abgekratzt, es wird abgeschabt, es wird Putz abgeschlagen, es wird wieder neu verputzt und neu gekalkt. Also das alles funktioniert damals und auch heute schon. Mein Name ist Jürgen Jörges, ich bin 55 Jahre alt und komme aus der schönen Stadt Dreieich, mitten im Rhein-Main-Gebiet. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und Gutachter, spezialisiert auf Schimmelschäden in Wohnräumen. Woher kommt der Name Schimmelschimanski? Ganz oft hat meine alltägliche Arbeit als Sachverständiger mit der Suche nach dem Schimmel zu tun, was ja fast mit einer Arbeit von einem Kommissar zu vergleichen ist. Und letztendlich geht es auch darum, den Täter habhaft zu werden. Warum ist der Schimmel jetzt da? Und irgendwann hat sich der Name halt mal so gebildet. Jeder Termin hat etwas Einzigartiges, ist vergleichbar mit einem Blind Date, weil ich nie weiß, was auf mich zukommt. Ja? Jede Situation ist neu und Standard oder Schema F gibt es dabei einfach nicht. Es gibt ja immer Kuriositäten, wo man sagt, das hatte ich noch nie gehabt. Und auf einmal kommt die gleiche Kuriosität an einer anderen Stelle genau wieder. Dann ist es natürlich hilfreich, wenn man bestimmte Dinge schon mal erlebt hat oder wenn man schon mal weiß, ach, der Schimmelbefall war da. Aus diesem Grund, Erfahrung ist in meinen Augen durch kein Lehrbuch zu ersetzen. Gelernt habe ich Tischler und Schreiner, dann habe ich auch meinen Schreinermeister in diesem Beruf gemacht. Anschließend habe ich noch eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht, habe auch dort meine Meisterausbildung noch abgeschlossen und bin dann Sachverständiger im Maler- und Lackiererhandwerk geworden. Mit einer weiteren Zusatzqualifikation kam dann auch noch der Schwerpunkteintrag für die Beurteilung und Sanierung von Schimmelschäden dazu. Das Buch habe ich geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass bei meiner täglichen Arbeit als Sachverständiger, wenn ich bei meinen Kunden draußen war, halt sehr viel Unwissenheit in den Köpfen der Menschen existiert. Immer wieder habe ich gesagt bekommen, das habe ich noch nie gehört oder das hat mir noch nie jemand erzählt oder so erklärt, wie Sie mir das jetzt erklärt haben. Und von dem her ist auch irgendwann der Gedanke gewachsen, ein Buch darüber zu schreiben, um einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin zu einer Zeit groß geworden. Mich haben meine Eltern einmal die Woche durch die Badewanne gezogen. Der Rest der Woche wurde ich nebelfeucht abgestaubt. Im Vergleich dazu gibt es heute 1 bis 2 Mal Duschen am Tag. Das heißt, wir haben durch ein geändertes Dusch- oder Waschverhalten schon pro Person unter Umständen das 7- bis 14-fache an Feuchtigkeitsmengen, die in unsere Häuser eingebracht werden. Hingegen das Lüftungsverhalten hat sich nicht angepasst, sondern wir lüften tendenziell etwas weniger. Also was wir jetzt hier sehen, ist ganz deutlich ein Wasserschaden. Wir haben diese klassischen Verfärbungen, die so ein bisschen gelblich sind, das sind Inhaltsstoffe. Schuld am Schimmel hat immer das Wasser. Das ist relativ einfach. Das ist jetzt eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitsmessung. Schimmelbefall ist ubiquitär, das heißt so viel, es ist ein natürlicher Bestandteil unserer Umwelt. Er ist überall um uns herum, er ist in der Innenluft, er ist in der Außenluft. Und gerade weil er überall da ist, kann er aber nicht überall wachsen, sondern er kommt nur da zum Wachstum, wo auch die Feuchtigkeit ist. Was ist der beste Umgang mit Schimmelbefall? In erster Linie, selbst wenn er noch so klein ist, dass ich ihn wahrnehme und dann auch Maßnahmen ergreife, dass er nicht weiter wächst, beziehungsweise dass die Ursache für diesen Wachstum abgestellt wird. Hier ist es so, da kann der Schimmel auch nur wachsen, wenn er Feuchtigkeit hat. Also wenn sich in diesem Bereich Feuchtigkeit ansammelt, sieht man ja immer, dass es so erst so ein schönes nasses Dreieck gibt. Die besten Tipps, um Schimmel loszuwerden, sind, wenn Schimmel da ist, muss er beseitigt werden, und zwar fachgerecht. Hängt jetzt ein bisschen von der Größe des Schimmelschadens ab und wo er drauf ist. Auf glatten Untergründen kann ich Schimmel einfach mit Wasser abwaschen. Der lässt sich dann reinigen, weil auf glatten Untergründen das Schimmelpilzmyzel nicht in den Untergrund einwachsen kann. Und alles, was porös und befallen ist, zum Beispiel Papiertapeten oder sonst irgendwas, sollte bei einem Schimmelbefall entfernt werden, damit es dann anschließend neu gemacht werden kann. Also das, was wir jetzt hier oben sehen, ist jetzt kein Wasserschaden.
sondern das ist Wärmeströmung bzw. die Kälte, die durch die Betondecke nach innen kommt und in Verbindung mit der Feuchtlast kondensiert dann hier die Feuchtigkeit und es kommt zu diesem sichtbaren Schimmelbefall. Die Frage wäre aber viel angemessener, was muss ich tun, damit der Schimmel erst gar nicht kommt? Also was mache ich in meiner Wohnung, in meinem täglichen Leben, damit kein Schimmel kommt? Und das hat ganz viel mit Heizen und Lüften und achtsamen Wohnen zu tun. Also hier haben wir jetzt so einen klassischen Schimmelbefall in einer Außenecke von einem Gebäude. Dieser Schimmelfleck bildet sich sichelförmig aus. Im Logbuch der Bounty gibt es sogar den Hinweis, dass Schimmelpilze aufgrund von Disziplinlosigkeit gewachsen sind. Und zwar sind dort die Segel in den Kisten verschimmelt, weil sie nicht wie angeordnet regelmäßig gelüftet wurde. Was uns wieder zeigt, dass Lüften und Disziplin Grundlagen für ein schimmelfreies Leben sind. Was mich jetzt an der Stelle interessiert, ist, ob wir auch einen Befall hinter der Sockelleiste haben. Und deswegen versuche ich die jetzt gerade mal abzumachen. Das geht an der Stelle relativ leicht. Und was schon recht gut zu sehen ist, dass der Befall hinter der Sockelleiste nicht so stark ist wie oberhalb der Sockelleiste. Und das ist auch wieder ein Indikator dafür, dass die Feuchtigkeit von der Raumseite auf das Mauerwerk eingewirkt hat. Es ist nicht immer die Gebäudeecke oder hinter dem Schrank, was als erstes schimmelt. Ganz oft züchten wir uns den Schimmel selber. Ich sag nur mal so Kleintierkäfige, so Hamster, süße Meerschweinchen, wo immer so ein bisschen Heu und Streu obendrauf kommt und sich aber im unteren Schimmelpilze schon ansammeln. Mülleimer sind auf jeden Fall ein Hotspot in unseren Wohnungen, weil durch die Kaffeepads und Teebeutel und vielleicht ein bisschen Essensreste, die in den Mülleimer reinkommen, ist es ein idealer Wachstumsplatz für Schimmelsporen. Und mit jedem Mal Tür auf und zu machen, haben wir noch einen Pumpeffekt, wo wir die Schimmelsporen millionenfach in unseren Wohnungen verteilen. Schimmelpilz kann sehr schnell zum Wachstum kommen. Alle 2 Tage sollte man den Müll schon rausbringen. Viel länger würde ich ihn nicht lagern. Blumenerden sind ganz oft verschimmelt und bieten auch die Möglichkeit, Schimmelsporen in die Raumluft abzusenden. Das heißt, wenn wir an Schimmel denken, muss es nicht immer der Fleck an der Wand sein, der uns dementsprechend belastet. Was wir jetzt hier sehen, ist ein relativ starker Schimmelbefall an einer abgehängten Paneeldecke. Die Paneeldecke ist auch sehr stark verformt. Hilft ein einfaches Überstreichen bei Schimmel? Klare Antwort: Nein. Eine fachgerechte Sanierung beginnt immer mit dem Beseitigen der Ursache. Das heißt, ich muss erst mal gucken, aus welchem Grund hat sich denn der Schimmel dort gebildet. Und dann soll ich nicht überstreichen, ich soll ihn entfernen. Das heißt, wenn ich eine befallene Tapete habe, muss die Tapete auch entfernt werden, dass ich die Schimmelsporen aus meiner Wohnung entfernt habe und nicht verdeckt habe. Meine Aufgabe wäre jetzt hier, Bauteilöffnungen zu machen, damit wir dann den Untergrund näher untersuchen können, um zu schauen, ob die Feuchtigkeit eventuell auch vom Dach kommen kann. Jeder hat sein Recht auf seinen eigenen Dreck. Ich komme irgendwo hin und wir haben den Schimmelbefall in einer Ecke und wenn man dann das Bett wegrückt, ist das halbe Bett mit verschimmelt. Also da gibt es ganz, ganz viele kuriose und auch schlimme Geschichten, die aber immer ein glückliches Ende haben, weil wenn ich da bin und den Schimmel gefunden und aufgedeckt habe, kann ich auch dazu beitragen, dass er dann entfernt wird und dass dann anschließend auch ein schimmelfreies Leben wieder möglich ist. Also eine der schlimmsten Geschichten, die ich erlebt habe, war eine Wohnung, in der ein Messi gewohnt hat. Das heißt, die Wohnung war extrem zugestellt und zugeräumt. Es waren nur kleine Trampelpfade, an denen man laufen und sich bewegen konnte. Und in dieser Wohnung gab es einen Wasserschaden. Das heißt, es gab einen Austritt von Feuchtigkeit aus einer Rohrleitung, die aber nicht bemerkt wurde, weil die Wohnung so dementsprechend vollgeräumt war. Und zum Schluss stand das Wasser 1,20 Meter hoch in den Wänden drin und alle Möbelstücke und Gerätschaften und was sonst halt in dieser Wohnung gelagert wird, war durch und durch mit Schimmelsporen versetzt. Also das war tatsächlich ein Totalschaden für die Wohnung. Hier haben wir auch wieder schimmelgeometrische Wärmebrücke an der kalten Ecke und es gibt einen wunderschönen Schimmelbefall. Wie funktioniert richtiges Lüften?
Auf der einen Seite ganz einfach, Fenster auf, offen stehen lassen, Fenster wieder zu. Auf der anderen Seite sehr kompliziert, weil richtiges Lüften hängt ja davon ab, was habe ich für eine Temperatur im Innenbereich, wie viel Feuchtigkeit habe ich in der Innenluft, wie kalt ist es in der Außenluft, welche Feuchtigkeit habe ich in der Außenluft. Also wir reden über physikalische Grundgesetze, die da miteinander spielen. Aber um es ganz, ganz einfach auszudrücken, lüften mehrmals täglich durch weit geöffnetes Fenster. Je kälter es draußen ist, desto besser ist es fürs Lüften. Kippen ist kein Lüften. Und ich habe es auch schon erlebt, dass die Leute sagen, sie lüften, haben aber dabei den Rollladen unten. Also auch dann ist kein Luftaustausch möglich. Mein Anti-Schimmel-Leitsatz lautet Achtsamkeit beim Wohnen. Ich muss mir einfach bewusst machen, wie ich wohne und unter welchen Bedingungen eventuell Schimmelsporen entstehen können bzw. anwachsen können. Und wenn mir beides bewusst ist, dann habe ich auch kein Problem mit Schimmel.